Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur. Ich bin schon mal zu anderen Quests, Missionen, Aufgabe, was auch immer hingelaufen, wo wir jetzt den anderen durchholen müssen. Und wir rennen jetzt einfach mal mitten rein. Du hast ein Speer. Andersrum. Ihr werdet sterben. Oder seid tot. So. Da ist eine Kiste. Machen wir das mal. Alles kaputt hauen. Kann ja nicht schauen. Was noch nicht. Schwer. Ist klar. Ist schwer. Okay, wissen wir Bescheid. Du hast nichts. Eisenfeinklingen. Ja, ich weiß, dass das Schurkenwaffen sind. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Wertkarte. Gut, dass wir uns teleportieren können. So, jetzt müssen wir da rein und dem Kerl die Dolche in die Hand drücken, damit er weiß, dass wir würdig sind. Seht euch vor! Da ist er. Hier hast du deine... Sehr gut. Die beiden wird gewiss niemand vermissen. Bringt dies zur Schildringfeste und sprecht mit Tine Delfrick. Er wird euch allein auf mein Wort hin Arbeit geben. Geht in den Norden der Stadt und nehmt dann die Straße nach Osten. Ihr werdet dort auf Tine Delfrick treffen. Er ist es, mit dem ihr sprechen müsst. Okay. Gut. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann vielleicht unter dem Banner der Kriegsgewalt. Das glaube ich weniger. Ich möchte Freiberufler sein. Da waren wir auch schon, nur nicht drinne. So, jetzt können wir mehr Aufgaben annehmen. Erstmal die Tastatur verrücken. So. Hier, werter Herr. Eine Empfehlung von Ordura. Damit bekommt ihr euren ersten Auftrag. Aber die Arbeit eines Soldaten erfordert mehr als das. Erzählt mir Macht von der Arbeit. Macht euch keine falschen Vorstellungen. Unsere großen Heldentaten sind Vergangenheit und der Krieg ist weit entfernt. Aber es gibt ehrliche Soldatenarbeit, die auf uns wartet. Die Söldlinge werden gut dafür bezahlt, Wache zu stehen, sich um Diebe zu kümmern und auf den Straßen zu patrouillieren. Genau genommen steht in Kürze eine Patrouille an, falls ihr interessiert seid. Ja, der Krieg? Vor 10 Jahren tobt ihr überall in den Ebenen und wir haben uns unseren Sold im Kampf verdient. Jetzt befindet sich der Krieg in einer Pattsituation und wir bezahlen Krieger dafür, in Melsenschie herumzusitzen und die Armee der Tuata anzuglotzen. Okay, alles klar. Eine Gruppe von Händlern hat uns damit beauftragt, herauszufinden, warum von einer Straße in Lorcarane immer wieder Händler verschwinden. Reist nach Didenhil und trefft euch dort mit einem Söldling namens Bühlrendig. Ihr findet ihn vermutlich bei der Heilerin. Meldet euch anschließend bei der Wächterbrücke. Ihr werdet die Gegend gemeinsam mit einem weiteren Trupp von Söldlingen absuchen und dafür sorgen, dass die Straßen sicher sind. Alles verstanden? Gut. Okay, ich frag den jetzt nicht nochmal. Dann verschwindet. Verschwinde du, das machen wir später. Wir machen erstmal... Ja? Verlorenes Buch. Nehmen. Trolle. Nicht weggehen. Alles annehmen. So, bei dir kann ich sie später abgeben, glaube ich. Hört auf so zu glotzen. Es gibt beeindruckendere Dinge als die Schildringfeste. Aber wir sind stolz, sie unser Zuhause zu nennen. Wohlgemerkt, es geht um mehr als nur um Gewölbedecken. Es geht um Geschichte und um Arbeit. Es geht um Tine Delfrick, Herold des Krieges und Kastellan dieses Ortes.
Ich suche Arbeit. Oh, tatsächlich? Ich verstehe. Wenn ihr damit meint, dass ihr euch uns anschließen wollt, solltet ihr mit Tine Delfrick reden. Falls es euch allerdings nur darum geht, etwas Geld zu verdienen, ist die Auftragstafel das Richtige für euch. Die Bezahlung für erledigte Aufträge erhaltet ihr dann von mir. Ja, sucht euch einfach einen Auftrag von der Tafel aus. Wenn er erledigt ist, kommt ihr wieder zu mir. Okay. Alster. Du bist ein Komischer. Was ist? Wir müssen mal kurz auf... Genau. Wir erkunden erstmal hier die Gegend. Weil hier ist auch der Trank. Natürlich bin ich stolz. Wäre ich sonst ein Kriegsgeweihter? Schwierig. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis der Kollege weg ist. Der weiß jetzt. So, jetzt. Nein, das ist noch. Schließen. Zu hoch. Weiter, 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 weiter. Hau ab. Jetzt. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Ich hoffe... Oh, oh. Das wird nicht gut sein. Wir gehen am besten ganz normal raus. Und wenn die uns alle jetzt umlegen, dann ist das nicht gut. Bleibt wachsam. Gut, ihr seid mir freundlich. Ihr seid also der neue Rekrut. Ich habe einen Rat für euch. Haltet euer Schwert scharf, schlaft nicht in eurer Rüstung und lasst niemals zu, dass ein Söldling zu vorlaut wird. Okay. Ei. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Einer von denen mich jetzt... Oh ja. Ich glaube, das war gerade keine gute Idee. Söldling. Hauen wir ab. Ich hoffe, das beruhigt sich irgendwann mal. Oder auch nicht. Es ist nie gut, irgendwas zu klauen. Okay. Wir hauen jetzt einfach ganz normal ab. Kann die Taste auch nicht drücken, bringt mir nichts. Das ist shit, shit, shit. Ich hätte den Trank auch herstellen können, glaube ich. Oh, hallo. So, erstmal gucken, Gegenstände. Danke, zurück. Konsument. Erhöht das Talent Alchemie verringern um 1. Das habe ich für dich geklaut. Das hätte ich auch für mich behalten können. Wir reden erstmal mit ihm. Ich glaube, dass ich noch dümmer werde, als ich es vorher war. Und ich war wirklich ziemlich dumm. Du bist dumm. Bevor ich das tue, will ich gucken. Automatischer gespeichert. Gut. Gut, gut, gut. Sagt es mir nicht. Ja, ja, ich weiß. Hoffentlich wirkt er. Na dann, Prosit. Ich glaube, er wirkt. Chlorophyll, Reagenzien, Virtuose. Ha, ich bin wieder klug. Nun kann ich alles brauen, was ich brauche. Hier ist eure Bezahlung, wie vereinbart. Ihr habt mir das Leben gerettet. Das ist alles. Alter, du kannst mich mal. Das ist es mir nicht wert. Auf keinen Fall, dass ich gehasst werde. Warum bin ich hier? Ah, guck mal. Hat doch ein gutes.
Jetzt sind die Wachen auch nicht angepisst. Gut. Eine Empfehlung, aber die Arbeit eine... Ein Schild beweist euren Wert und ich lasse und macht euch dieselbe. Genau genommen steht in Kürze eine Gruppe von Reist meldet euch an... Gut. Kennen wir ja. Dann verschwindet. Annehmen. Annehmen. Hört auf so zu glotzen. Wohlgemerkt, es geht um mehr als nur... Oh, tatsächlich. Falls es euch allerdings nur darum geht, etwas... Ja, sucht euch... Na dann, fort mit euch. Das hätten wir jetzt auch erledigt. Wir werden gut bezahlt, aber die Arbeit ist schwierig. Die Rüstkammer. Darf ich... Ja. Sieh mal an, hier darf ich... Achso. Ich bin hier der Quartiermeister. Ich habe gute von Krieg. Einkaufen. Oh, du hast Waffen. Ist schön für dich. Hast du auch was anderes? Nein. Kriegsgeweihten geschmiedete Waffen und... Was? Das war's schon? Ja, das war's. Dies hier ist die Schmiede von Schildring. Und wenn ihr von einem mürrischen Graubart beschimpft werden wollt, Achso, du reparierst Sachen. Wendet euch an Halder da drüben. In Ordnung. Wie gut kennt ihr euch in unerfahren durcheinander keine Disziplin? Seid ihr zufrieden damit? Oder würdet ihr euch gerne weiterentwickeln? Danke, du bildest aus. Haben wir niemand hier mit? Alchemie? Eisenhammer. Gleichen? Ja, das ist schlecht, aber du hast eine Fassung. Alles nehmen. Ich zerstückel das ja sowieso alles. So. Kein Alchemist hier. Oder weiter hinten. Ich werde den Trank jetzt... Was ist das denn? Schurkenblut auf meinen Stiefeln? Okay. Ich werde erstmal nichts klauen. Wir werden gut bezahlt, aber die Arbeit ist schwierig. Schneide mir doch jetzt nicht wieder ins eigene Fleisch. Nein, gut. Was können wir machen? Was ist der? Nein. Straßenpatrouille hast du. Links überfällig. Nein. Trank finden? Nein. Durchsuche wir. Gut, machen wir erstmal das. Wir machen erstmal alles nach und nach und dann müssen wir schauen. Ach so, hätte ich der Frau den Ring gegeben, hätte es nur 400 Gold gegeben. Mehr nicht. Deswegen behalte ich den lieber. Ist gar nicht so weit von hier, ne? Nur, das geht ja. Wolf, 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 wollt ihr Stress? Okay, das ging schnell. Ah, ist eine Höhle. Ist ja noch besser. Gut, gehen wir rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ihr seid ja hässliche Viecher. Achso, ihr seid... Wirklich. Ich bin kein Schurke. Aber ich zerleg die Dinger ja immer. So. Muss ich aufschließen. Okay. Talentschlösser knacken.
Null Punkte. Ich glaube, ich habe auch nichts davon, wenn ich Schlosser knacken skillen würde. Ihr seid auch hässlich. Okay. Das wäre auch geschafft. Was ist hier in der Kiste? Ein Langschwert. Ja, das ist immer so eine Sache. Da sind schöne Sachen drauf, aber der Hammer ist halt besser. Ich würde den Hammer auch behalten. Ich kann ja auch wieder die Chakrams nehmen. So, wer von euch? Ich sollte auch mal ab und zu schon ausweichen. Und nicht immer hier den Harten markieren. So. Auch wieder knacken. So. Das, was wir suchen, ist hier. Nehmen. Die Belohnung einfordern. Ja. Machen wir sofort. Mitte. Das war zu schnell. Okay. Das wäre hiermit erledigt. Nächste Aufgabe. Dann mal wieder aus der Höhle rauslaufen. Normalerweise gibt es immer noch einen Hinterausgang. Normalerweise. Nein. Das war die Taste fürs Heilen. Gut. Gut. Die Aufgabe war jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich sollte nur ein Buch... Achso. Da hinlaufen. Okay, wo ist die andere Aufgabe? Angriff melden. Achso, die anderen Aufgaben. Da will ich hin. Okay, dann machen wir das mal kurz. So. Söldling! Ja, ist doch richtig. Ich klaue keinen Trank. Kannst du vergessen. Außer euch zu erwarten. Er gehört mir. Okay. Da dachtet ihr wirklich, ihr könnt mich falsch gedacht erledigen.
weiß jetzt nicht, wo ich hinkomme. Achso, hier ist ein Dorf. Da ist eine Aufgabe. Keine Aufgabe, er braucht Hilfe. Was? Nein. Deine Aufgabe. Ich bringe euch alle um, wenn's sein muss. Verdammte Borgards! Einen Moment. Mir ist plötzlich so schwindelig. Außer den Borgards und der Blutpest, meint ihr? Macht lieber kehrt und zieht weiter. Geht irgendwo hin, wo es sicher ist. Das hier ist im Moment kein Ort für Besucher. Was kann ich... Das weiß Kester Barclay sicher besser als ich. Ihr findet ihn auf dem Stadtplatz. Fragt ihn selbst. Okay. Wir reden später. Der später. Was ist denn hier? Wurde hier Zwischen beschaffen? Machen wir alles später. Wir machen erstmal das, was wir machen sollen. Das bringt nichts, wenn ich euch einsammle, ne? So, Höhle entdecken. Danke. Seid ihr verflucht? Ihr habt die Pest, oder? Ja. Shit. Aber ich habe noch nicht die Pest, oder? Nein, habe ich nicht. Gut. Ich möchte nicht die Pest haben. Hier ist auch noch eine Aufgabe. Was erwartet uns? Ich... Muss das... Hier nicht. Nee. Du siehst mich doch gar nicht. Was ist denn hier oben? Das fünfte Buch von 10. Ist das hier drin? Nehmen wir auch mal mit. So. Kann ich mit dir reden? Willkommen. Ich bin Luminiza. Seid ihr wegen der Schicksalsweberei auf meine einsame Seite des Sees gekommen? Nein. Ich möchte auch Lebt mein wohl. Schicksal nicht zurücksetzen. Ich möchte das schon gerne so behalten, wie es ist. So, da können wir runterspringen. Oh, ihr seid auch verflucht. Ihr seht auch so hässlich aus. Hat euch das mal einer gesagt? Ah, kommt mal ein Großschwert. Ist so schlechter als mein Hammer. Schade, schade, schade. So. Ich habe das Gefühl, dass ich nur Truhen knacke die ganze Zeit. Kann mal eine Truhe offen sein? Was ist denn hier drin? Ist noch was versteckt? So.
Das wäre auch gelöst. Wie, ihr wolltet mich jetzt aufhalten? Ihr seid ja ein Witz. So. Wissenstein. Den holen wir uns jetzt noch. Geschichte von zwei tapferen Seelen wird nun erklärt. Von Herrn Eimer und Gret werden wir jetzt sehen. Zwei Herzen, im Kampf gegen gemeinsame Feinde vereint, wobei der eine stets die Gedanken des anderen zu kennen scheint. Lord Gret, ein Ritter so kühn und gelassen, er ist Lord Eimers Spiegel und Schatten, es ist kaum zu fassen. Noble Eimer, er kommt ihm gleich an Macht. Sie sind die Flut und die Ebbe, der Tag und die Nacht. Dies ist die Geschichte, wie sie einen Troll bezwangen, ganz ohne Befehle. Und die der Maid von Windermere, die verdarb seine Seele. Das war's. Okay, in der nächsten Folge sehen wir dann, wie es weitergeht. Reingehauen.